Kapitel 45 Jeschua hilft einer kleinen Katze in Not. Nach einer Weile betrat Jeschua ein kleines Dorf, in dem er ein Kätzchen fand, eine junge Katze, um die sich niemand kümmerte. Und sie hatte Hunger und rief ihn zu Hilfe, und Jeschua hob sie auf und steckte sie in sein Gewand, und dort lag sie an seiner Brust. Und als Jeschua auf den Dorfplatz kam, gab er der Katze zu essen und zu trinken, und sie aß und trank und bedankte sich bei ihm. Und Jeschua gab die Katze einem seiner Jünger, einer Witwe, deren Namen Lorenza war, und sie kümmerte sich gut um sie. Und einige Leute im Dorf sagten: »Dieser Mann kümmert sich um alle kleinen und großen Geschöpfe. Sind es seine Brüder und Schwestern, dass er sie so liebt?« Und als Jeschua ihre Worte hörte, sagte er zu ihnen: »Wahrlich, dies sind deine Mitgeschöpfe aus dem großen Haus des Ewigen. Ja, sie sind in der Tat deine Brüder und Schwestern und haben den gleichen Odem des Lebens vom ewigen Gott und sind edle Seelen, die den Geist des Lebens atmen und gut und heilig sind vor Gott. Und ich sage euch, wer sich für eines der geringsten dieser unschuldigen Geschöpfe interessiert und ihm in seiner Not zu essen und zu trinken gibt, das tut er auch mir. Und wer es willentlich erlaubt und zulässt, dass eines dieser Geschöpfe in Not kommt und es nicht verteidigt, wenn es bösartig bedroht wird, derselbe lässt das Böse zu, als sei es mir angetan worden. Denn wie ihr in diesem Leben Unrecht getan und Schaden angerichtet habt in der großen Familie Gottes, so wird deine Seele dafür angeklagt werden. Denn ich sage dir, der Satan bereitet einen Ort für das Böse und sein Gericht vor, und niemand, der kein Gerechter ist, kann davor fliehen. Denn durch das Böse richtet und verurteilt der Satan die Seelen von vielen. Wie also wollt ihr dem Urteil von Gehenna entfliehen, wenn ihr meine unschuldigen Kreaturen schlecht behandelt? Wisset, dass die Blutschuld eines Menschen oder eines Tieres das Verbrechen von Dämonen ist, denn es stammt vom Bösen, und Gott ist weit entfernt von denen, die auf diese Weise sündigen. Flieht vor der Blutschuld und kümmert euch vielmehr um die unschuldigen Geschöpfe, so wie ihr euch um eure eigenen Kinder sorgt, die ihr liebt und wertschätzt. Und fallt nicht dem Urteil des Bösen zum Opfer, denn dieser verlangt Auge für Auge und Leben für Leben. Denn Rache und Vergeltung gehören nur diesem Bösen, der behauptet, wie Gott zu sein, aber in Wahrheit ist er ein Lügner und der Vater der Lüge. Denn ich sage euch, euer Vater Muttergott im Himmel sucht weder Rache noch Vergeltung, sondern steht über den Gedanken selbsternannter falscher Götter, die durch ihre Unwissenheit die Erde im Irrtum und in der Sünde beherrschen. Denn welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Oder wie kommt etwas Sauberes und Reines von etwas Unsauberem und Unreinem? Ich sage euch, es kann nicht geschehen, denn der Satan spricht nach dem Bösen seiner Unwissenheit und badet in der Finsternis seiner Selbsterschaffung. Doch die Heiligen hingegen wohnen in dem unnahbaren Licht, wo keine Finsternis sich nähern kann. Ja, das Böse kommt aus der Wurzel des Bösen, und das Gute kommt aus der heiligen Wurzel. Kenne deine Wurzeln und sei frei von der Sklaverei und der Knechtschaft Satans. Und die Leute im Dorf waren erstaunt über die Worte von Jeschua und wunderten sich sehr über seine Weisheit aller Dinge. Und sie beherzigten es und wollten mehr über die heilige Lebensweise lernen.